Ostern 2019. Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer, zur Ostersendung hier im Elbe-Kanal. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zur Sendung zu den Osterfeiertagen haben wir uns viele interessante Beiträge für Sie einfallen lassen. Unter anderem mit dabei der Deutsche Regionalfernsehpreis. Wir blicken auf die Osterveranstaltungen hier bei uns in der Region. Oberbürgermeister Bert Knoblauch möchte seine persönlichen Ostergrüße hier an dieser Stelle übermitteln. Und natürlich der Frühlingsauftakt im Ringheiligtum und vieles, vieles mehr. All das erwartet Sie in unserer Ostersendung. Diese sehen Sie dann bis zum kommenden Mittwoch. Immer wieder in der Wiederholungsschleife und natürlich bei uns im Internet unter elbekanal.de und auf unserer YouTube-Kanalseite. Also noch einmal recht herzlich willkommen zur Ostersendung hier bei uns im Elbe-Kanal. Hier ein kurzer Überblick der Themen. Auftakt. Ringheiligtum Pömmelte läutete den Frühling ein. Tradition. Wir präsentieren eine Übersicht über die Osterfeuer in Schönebeck. Und Events. Zahlreiche Veranstaltungen laden am Osterwochenende ein. Sehr geehrte Zuschauer, Ostern steht vor der Tür und da möchte auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch seine persönlichen Grüße an Sie richten. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt auf diesem Wege ein frohes und sonniges Osterfest. Dazu gibt es auch wieder ein Ostergedicht zur Osterzeit. Ostern im schönen Schönebeck. Kurz vor den schönen Ostertagen will uns die Sonne etwas sagen. Pünktlich zur schönen Osterzeit steht der warme Lenz bereit. Bewohner und die schönen Gäste kommen her zum bunten Feste. Denn im schönen Schönebeck gibt es viele schöne Eck. Für die schönen Feiern hier stehen groß und klein Spalier. Und beim schönen Eiertrudeln hört man manchen Vogel dudeln. Ob Solepark, ob Elbefluss, Schönebeck ist ein Genuss. Schöne Ostern! Auch unser zweiter Beitrag, wie sollte es anders sein, beschäftigt sich mit dem Thema Ostern, genauer gesagt die Osterfeuer der Region. Wo finden sie statt? Wo können Sie am Samstagabend vorbeischauen? Hier unsere Informationen. Die Stadt Schönebeck veranstaltet auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Osterfeuer in den Ortsteilen und lädt dazu alle Bürgerinnen und Bürger am 20. April recht herzlich ein. In der Ortschaft Pretzin startet das Feuer um 19.30 Uhr auf dem Brennplatz am alten Sportplatz. Der Ortsteil Frohse veranstaltet sein Feuer ab 19 Uhr auf den Elbwiesen in Höhe des Reuterplatzes. Ebenfalls um 19 Uhr startet das Osterfeuer auf dem Brennplatz der Ortschaft Ranis. Die Elbenauer feiern die Ostertradition ab 19 Uhr auf der Privatkoppel von Herrn Butz an der Liesekuhle. Für die Felgeleber Ortschaft startet das Osterfeuer um 18 Uhr auf der Wiese zwischen Schulstraße und Lange Straße. Das Osterfeuer auf dem Freigelände des Evangelischen Gemeindezentrums im Breiteweg ab 23 Uhr komplettiert die Termine im Raum Schönebeck. Das Team des Elbe-Kanals wünscht viel Spaß und angenehme Osterfeiertage. Dies waren unsere Hinweise zu den Osterfeuern hier bei uns in der Region. Nutzen Sie doch einfach mal das schöne Wetter, gehen Sie zu den Osterfeuern bzw. einfach mal die Freunde schnappen und die Familienangehörigen und einen schönen Abend haben. Weiter geht es jetzt hier bei uns, sehr geehrte Zuschauer, mit dem Frühlingsauftakt am Ringheiligtum. Was sich dahinter verbirgt, wer alles vor Ort war und warum auch dieses einen Besuch wert ist, das zeigen wir jetzt. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel zog es viele Menschen am 6. April zum Ringheiligtum nach Pömmelte. Denn dort startete die Saison mit dem Frühlingsauftakt für alle interessierten Besucher. Nicht zuletzt lockten Highlights für Klein und Groß zu der historischen Begegnungsstätte. Wir haben jetzt die ersten Führungen quasi Anfang April gehabt und heute die erste große Feier hier im Ringheiligtum. Und wir freuen uns, dass es so ein schönes, strahlendes Wetter ist dazu. Im Programm sind hier heute die Trommler der Stiftung Holm. Das ist eine integrative Trommlergruppe. Das heißt, es sind Menschen mit körperlich-geistigen Behinderungen und eine Schülergruppe aus einer Schule aus Aschersleben dabei, die halt zusammen trommeln. Dann haben wir noch im Programm Schüler der Lerchenfeldschule aus Schönebeck, die wunderbare Rock
Barockmusik gespielt haben bis jetzt. Und die Bläser der Kreismusikschule, die Gruppe Bela Brass. Und dann haben wir auch noch als i-Tüpfelchen quasi für den Frühling, die Vögel zwitschern, ja, hier ist es schon so schön, haben wir dann noch eine Gruppe Falkner, die ihre Vögel präsentieren und vorgestellt haben. Imposante Greifvögel aus der Natur hautnah erleben und beobachten können. Dies begeisterte viele kleine und große Besucher des Frühlingsauftaktes. Dazu standen Mitglieder des Verbandes Deutscher Falkner Rede und Antwort. Wir haben einen kleinen Ausblick mal gegeben, was unsere Arbeit ist, wie das vonstatten geht, was wir für Vögel mit dabei haben. Heute gerade aktuell war es so wie hier der Habicht, auch als einheimischer Vertreter der Greifvögel. Wir hatten Wüstenbussarde mit am Start, wir hatten einen Sakerfalken, wir hatten einen Uhu mit hier, der dann eher als eine Art Eyecatcher, und mit den anderen Vögeln gehen wir wirklich auch zur Jagd dann auch. Gerade die informative Vorstellung der Greifvögel sowie die Arbeit der Falkner in Kombination mit der Kreiskramanlage brachte die Zuschauer zum Staunen. Die Beizjagd, das Jagdverhalten sowie die Einsatzgebiete der Tiere der Lüfte sind nur einige Einblicke der Präsentation gewesen. Wir sind nicht das erste Mal am Ringheiligtum mit unseren Vögeln, denn das Ringheiligtum ist ja auch sehr, sehr alt schon. Genauso wie die Falknerei, die Beizjagd an sich, wie gesagt, die Falknerei als Weltkulturerbe, das Ringheiligtum, was ja auch mit als besonderes Merkmal in unserer Region hier gilt, das wollen wir einfach miteinander vereinen, uns präsentieren, auch ein kleiner Zuschauermagnet sein, und ich denke, das ist uns heute anhand der Zuschauerzahlen, die wir hier mit am Start hatten, auch wirklich gelungen. Wer also das Spektakel rund um den Frühlingsauftakt verpasst hat, kann dennoch zahlreiche Gelegenheiten nutzen, um sich das Ringheiligtum Pömmelte näher anzusehen und die Geschichte dahinter zu erfahren. Wir haben regelmäßige Führungen im Angebot. Das heißt, von der Saison jetzt von Anfang April bis Ende Oktober gibt es jeden Dienstag um 11 und jeden Freitag, Samstag, Sonntag um 14 Uhr regelmäßige Führung. Ansonsten natürlich auch immer jederzeit buchbar im Salzlandmuseum. Die organisieren das Ganze dann für alle Gäste, und jederzeit ist das Ringheiligtum natürlich immer ein Besuch wert und auch alle anderen Stationen der Himmelswege. So war der gut besuchte Frühlingsauftakt im Pömmelte mit dem runden Programm ein voller Erfolg. Und damit ein perfekter Start in die Saison, wo nun über das ganze Jahr verteilt zahlreiche Events stattfinden werden. Eindrucksvolle Bilder, interessante Emotionen vom Ringheiligtum, sehr geehrte Zuschauer, der Frühlingsauftakt 2019. Interessant und emotionsgeladen präsentiert sich auch die Show in Berlin, bekannt unter dem Namen Vivid. Schur Busreisen aus Schönebeck fährt sie dorthin mit einem First-Class-Reisebus und natürlich vielen weiteren schönen Eindrücken und Vorzügen. Hier ein paar Informationen dazu. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Aufgepasst!
Bei Kilt sind die Oster- und Frühlingsneuheiten eingetroffen. Egal ob zum Dekorieren oder Verschenken, bei den Figuren von Göbel, Formano, Villeroy und Boch und Hutschenreuter ist für jeden etwas dabei. Niedliche Osterhasen mit viel Liebe zum Detail verschönern die Wohnung ebenso wie lustige Ostereier oder Schafe. Für Sammler gibt es aktuell die Jahreseditionen von Göbel und Hutschenreuter. Und als schöne Dekoration für den Tisch bietet die Marke ihr Servietten, Kerzen und Tassen an. Seien Sie bestens ausgestattet für den Frühling. Mit Kilt, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrohse erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 0353. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Bernau in Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Koteletten mit Knochen 100 Gramm zu 70 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 75 Cent, frische Schweinefilet 100 Gramm zu 1,40 Euro, Bockwurst 100 Gramm zu 59 Cent und Bratwurst 100 Gramm zu 1,30 Euro. Aufgepasst! Ab sofort ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Förderstedt, Stassfurt, Brumby oder Güsten, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau in Schönebeck.
Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Vielleicht ist ja genau diese Reise, diese Fahrt, dieses Erlebnis ein wunderschönes Ostergeschenk, also vielleicht noch der Last-Minute-Geschenke-Idee-Tipp. Weitere Tipps folgen jetzt, sehr geehrte Zuschauer, denn wir möchten Ihnen verraten, welche weiteren Veranstaltungen zu Ostern und nach Ostern auf Ihren Besuch warten. Kinder, aufgepasst! Zu Ostern wird es farbenreich und lebhaft am Ringheiligtum Pömmitte. Am 20. April 2019 um 14 Uhr wird extra für alle jungen Gäste eine Kinderführung am Ringheiligtum mit Ostereiersuche angeboten. Der Osterhase hat auch dort ein paar Plätze zum Verstecken gefunden und etwas Süßes für alle neugierigen kleinen Besucher hinterlegt. Das Team vom Ringheiligtum freut sich schon auf diesen bunten Tag und lädt alle neugierigen und wissbegierigen kleinen und großen Gäste herzlich zum Ringheiligtum Pömmitte ein. Zu einem besonderen Osterspaziergang lädt der Förderverein Hummelbergturm e.V. am Samstag, den 20. April, herzlich auf den Hummelberg in Schönebeck ein. Erstmals veranstaltet der Verein, der sich für den Erhalt des hiesigen Hummelbergturmes engagiert, einen Ostereierspaß vor der ehemaligen Sternwarte von Allendorf. Um 15 Uhr treffen sich die Vereinsmitglieder gemeinsam mit den Gästen vor dem Eiskeller, um anschließend zur Turmruine weiter zu spazieren. Interessierte Besucherinnen und Besucher sind herzlich zur kleinen Wanderung eingeladen. Die Osterfeiertage rücken näher und auch das Werk 2 in Biere lädt wieder ein zur Osterdisco am Ostersonntag. Mit viel Musik für jedermann und guter Laune startet sie am 21. April 2019. Ab 21 Uhr geht dort die Sause los. Von 21 bis 22 Uhr ist der Eintritt frei. Zum traditionellen Osterlunch lädt sie das Werk 2 aus Biere ein. Auch in diesem Jahr können Sie zum Ostersonntag, den 21. April ab 11.30 Uhr oder am Ostermontag, den 22. April, ebenfalls ab 11.30 Uhr zum Osterlunch kommen. Eine Reservierung ist erforderlich per Telefon unter 0178 53 14200 oder zu den Öffnungszeiten des Restaurants und des Eiscafés Lisa unter 0392 97 28 9593 oder 28 9598. Ein alter Osterbrauch ist das Ostereiertrudeln oder Ostereierschieben. Diesen lassen die Mitarbeiterinnen des Kunsthofes alljährlich im Herzen des Kurparks am Ostermontag aufleben. Der Osterhase ist dabei und bringt dazu frisch aus der Färberei bunte Ostereier mit. Um 14 Uhr startet zunächst eine kurze Führung zum Gradierwerk, denn Salz gehört zu einem perfekten Osterei einfach dazu. Anschließend treffen sich alle um 15.30 Uhr mit dem Osterhasen am Hexenhügel. Viele farbenfrohe Ostereier werden wieder die Schräge herunterkullern. Im Anschluss an das Vergnügen besteht die Möglichkeit, sich weiteren Rundgängen auf das Gradierwerk bzw. bei schlechtem Wetter in den Soleturm anzuschließen. Auch würzige Soleier können hier käuflich erworben werden. Musik.
Unsere Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage und Wochen, vielleicht war ja das Passende für Sie mit dabei. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie dann natürlich auch bei uns auf der Internetseite unter elbekanal.de oder aber bei Facebook. Dort einfach immer wieder reinschauen bzw. mit Gefällt mir klicken. Wie jeden Freitag verlosen wir normalerweise an dieser Stelle das Medium der Woche. Heute nicht ganz, denn wir verlängern unsere Verlosungsaktion zum Medium der Woche. Es gibt das PlayStation 4 Spiel Carnival Games, das Ganze dann noch in der kommenden Woche auch nochmal die Chance für Sie mitzumachen und zu gewinnen. Wie auch heute, ich sage Spot up, feuerfrei für Ihre Gewinnchance hier bei uns im Elbe-Kanal. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Step Rider. Mit dem PlayStation 4-Spiel Carnival Games geht es ab auf den Jahrmarkt. In 20 Minispielen können gleichzeitig bis zu 4 Spieler aktiv sein und garantieren somit Spaß für jeden. Ringe werfen, Galopprennen oder Drohne fliegen sind nur einige der lustigen Spiele, die auf Sie warten. Absolutes Jahrmarktvergnügen für die PlayStation 4 garantiert das Spiel Carnival Games. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Das PlayStation 4 Spiel Carnival Games hier heute bei uns erneut zum Gewinnen. Das Ganze auch noch bis zum 26.04. Also auch in der kommenden Woche haben Sie die Chance, dieses Computerspiel bzw. Konsolenspiel zu gewinnen. Die heutige Frage, welche Sie mir richtig beantworten müssen, lautet wie folgt. Wir haben Ostern und da gibt es ein ganz besonderes Tier, was vorbeikommt, um die Eier bzw. die kleinen Geschenke zu verstecken. Ich möchte wissen, welches Tier ist hier gemeint, um welches Tier handelt es sich. Ich bin mir sicher, Sie kennen die Antwort. Wenn nicht, fragen Sie doch einfach mal die Kleinen zu Hause. Die können Ihnen sicherlich weiterhelfen, wer da vorbeigehoppelt kommt. Und wenn Sie die Antwort wissen, dann ran ans Telefon die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. In der kommenden Woche am Freitag gibt es dann, wie bereits angekündigt, die Gewinnerbekanntgabe. Jeden Freitag hier bei uns im Regionalmagazin auch eine Ausgabe von Gewohnt anders, auf der Suche nach der passenden Wohnung. Auch heute eine neue Ausgabe. Ich wünsche dafür gute Unterhaltung. Schönebeck am Malzmühlenfeld. Auf der Baustelle der SWB ist untypischerweise ein großes Treiben zu sehen. Mieter können es nicht sein, denn die Wohnungen sind ja noch nicht fertig, oder? Ein großes Banner verrät, worum es geht. Mit einem sogenannten Schautag ermöglicht es die Städtische Wohnungsbau GmbH potenziellen Mietern, sich einen ersten Eindruck von verschiedenen Wohnungen in den Gebäuden zu holen. Dabei können die Besucher auch den direkten Kontakt zu den Maklerinnen und Mitarbeitern suchen, um Fragen zu stellen. Groß war der Andrang der Interessenten für den neu erbauten Wohnblock am Malzmühlenfeld 43. Neben 12 Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss für private Mieter stellt die SWB dem Paracelsius Pflegeteam im Erdgeschoss Wohnfläche bereit, welche für die Betreuung einer Wohngruppe genutzt werden soll. Die Wohngruppe besteht aus 10 Wohneinheiten. Dann haben wir ein großes Pflegebad mit Bodenebene und Dusche natürlich. Wir haben für jeden Bewohner einen Waschmaschinenanschlussplatz, dass jeder individuell seine Wäsche auch waschen kann oder waschen lassen kann, wie er möchte. Alle Wohneinheiten sind ausgestattet mit einem Badezimmer, wo WC und Waschtisch drin ist. Ansonsten haben wir die Gemeinschaftsfläche, die großzügige Helle, wo wir uns jetzt hier auch befinden, mit Küche, mit Gemeinschaftsraum, mit Wohnbereich, wo der Tag gemeinschaftlich gestaltet werden kann, kochen und leben eben in Gemeinschaft. Dass keiner allein ist, dass alle betreut sind, 24 Stunden rund um die Uhr von dem Pflegedienst. Und das ist für viele die Voraussetzung und sie freuen sich auch schon auf den Einzug.
Mit dem Pflegedienst steht rund um die Uhr Betreuung zur Verfügung. Dank der eigenen Wohnräume haben die Bewohner ihren persönlichen Rückzugsort und können sich ihre Zeit frei einteilen. Gemeinschaftsräume sind sehr schön, große Bad, große Gemeinschaftsdusche und dass jeder so seinen kleinen Bereich hat. Man braucht ja im Alter nicht mehr viel und man muss ja auch darauf achten, dass man so zurechtkommt mit den Hilfsmitteln, die man hat. Rollator und so, und von der Seite her ist alles sehr schön von Räumlichkeiten. Vom Konzept her gefällt uns das wegen der Wohngemeinschaft unten, die da ist, dass man die vielleicht mit nutzen könnte, nachher später im Alter, und weil es eben auch eine zentrale Lage ist. Ja, das ist alles sehr schön erreichbar. Auch das Interesse an den Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss war an diesem Tag sehr groß. Zahlreiche Besucher informierten sich bei den Mitarbeiterinnen über die Bauabschnitte 2 und 3, welche im kommenden Jahr fertiggestellt werden sollen. Wir haben im ersten und zweiten Obergeschoss insgesamt 12 Wohnungen, die alle barrierearm sind, über einen Fahrstuhl zu erreichen sind, ausgestattet sind mit Balkon, Küchennische und einer bodenebenen Dusche. Die Wohnungen sind sehr begehrt, im ersten Bauabschnitt bereits alle vermietet. Aber der Schautag hier wird genutzt für unseren Bauabschnitt 2 und 3, um die Wohnung zu präsentieren und natürlich die zukünftigen Mieter, denen sie zu zeigen. Viele der Besucher sind im Internet auf den Schautag der Städtischen Wohnungsbau GmbH aufmerksam geworden. Vor Ort überzeugte dann die moderne und barrierefreie Gestaltung der Wohnungen. Die Wohnungen sind ganz unterschiedliche Schnitten. Man kann eigentlich nach seinem Geschmack was finden, würde ich mal sagen. Ja? Sicherlich eine Einschränkung, wenn man aus einer großen Wohnung in so eine kleine Wohnung zieht. Aber ich sag mal, wer hier einzieht, hat ja sicherlich nicht mehr diese Aktivitäten zum Saubermachen. Und das ist schon für Behinderte und alte Menschen zugeschnitten. Und das finde ich eigentlich ziemlich positiv. Wir haben uns dafür interessiert, weil wir jetzt eine sehr große Wohnung haben und wollten im Alter eigentlich uns verkleinern, wollten uns eine kleinere Wohnung anschauen. Also bei mir ist es so, ich suche was betreutes Wohnen sozusagen, Wohnen mit Service für mich alleine. Und wir hatten eigentlich ausgemacht, dass ich wahrscheinlich weiter weg mache, weil ja hier nichts in der Nähe war. Und durch Zufall bin ich jetzt hier drauf gestoßen und dann könnte man in der Heimat bleiben. Deswegen wäre das für mich ideal. Und hier oben befinden wir uns ja in diesen Wohnungen für ältere Leute, altersgerechte Wohnungen, ohne Betreuung. Unten ist ja mit Betreuung vom Paracelsius Pflegedienst, aber auch sehr schön. Ja, auch das Wohngebiet, es bietet sich an. Also meine Highlight-Wohnung habe ich mir noch aufgehoben, die habe ich noch nicht gesehen. Bis jetzt bin ich aber super zufrieden. Also gerade die erste, die da drüben, die war schon super von der Aufteilung her und alles. Und was ich auch gut finde, dass eben eine Dusche fast überall eingebaut wird. Das finde ich gut. Und das ist ja entscheidend. Ja. Man kommt nachher nicht mehr in der Wanne. Das ist eben so, wenn man älter ist. Ja, so ist es eben. Mit einem Quadratmeterpreis von 6,50 Euro liegen die Wohnungen der SWB am Malzmühlenfeld im guten Durchschnitt. Für eine knapp 58 Quadratmeter große Zweiraumwohnung im ersten Obergeschoss zahlen die Mieter eine Warmmiete von etwa 577 Euro. Dafür erhalten sie ein Tageslichtbad mit bodenebener Dusche, einen Balkon und moderne und freundliche vier Wände. Zeichnet sich für das große Interesse der Schönebecker ab, das freut uns sehr. Auch das Feedback der Besucher war sehr gut, sehr positiv. Dass zum einen die Wohnung gefallen, die Grundrisse gefallen, die Ausstattung gefällt und auch das Konzept, was dieses Objekt ja beinhaltet, dass wir unten im Erdgeschoss eine Wohngruppe haben, die 24 Stunden durch einen Pflegedienst betreut werden und im ersten und zweiten OG die Wohnungen barrierearm zu erreichen sind und für die Senioren der Stadt Schönebeck zur Verfügung stand und somit auch alle vermietet sind. Das Feedback war sehr gut, wir haben uns gefreut und der Andrang war bis jetzt auch sehr erfolgreich. Und wir hoffen dann auf die Vermietung für Bauabschnitt 2 und 3, dass sie genauso erfolgreich vonstatten gehen. Auch im Außenbereich plant das Unternehmen eine grüne und moderne Gestaltung. Neben Park- und Abstellmöglichkeiten werden die Wohnblöcke untereinander mit Wegen verbunden. Zusätzlich umschließt ein Zaun das komplette Gelände. Die Fertigstellung der noch ausstehenden Bauabschnitte soll bis zum Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein.
Am Ende des Tages konnte die Baustelle dann wieder in die Hände der Arbeiter gegeben werden, welche versprachen, pünktlich zum geplanten Eröffnungstermin fertig zu werden. Das war's mit der Ostersendung 2019. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten, Zuschauen und Dabeisein. Wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch ein paar wunderschöne, angenehme Osterfeiertage bei wunderschönem, sonnigen Wetter. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zum Regionalmagazin. Das Ganze am kommenden Mittwoch, dann nach Ostern. Das war's. Ich bedanke mich. Ihnen ein schönes Osterfest. Ihr Christian Kolbe.